Hallo liebe Leute, heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar, ja, heute wird kein Video online gestellt, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, weil ich nicht vorbildlich meine Thumbnails vorbereitet hatte. Aber ich dachte ja, dass ich das heute selber am PC wieder tun kann. Kann ich nicht, weil seit gestern mein PC auf Windows 10 upgradet. Und irgendwie dauert das eine Weile. Aber es geht trotzdem vorwärts. Jetzt habe ich gelesen, und bei einigen kann das vorkommen, vor allen Dingen bei großen Datenmengen. Und da ja ein paar Festplatten connected sind, also jetzt keine externen, sondern internen, der Aufnahme wegen und allen möglichen anderen Zeug, kann das sein, weil alte Treiber habe ich weggeworfen, bevor ich angefangen habe. Ja, ansonsten keine Ahnung, woran das liegt, dass das so langsam geht. Ich hoffe ja immer noch auf den unverhofften Prozentsprung, wenn es dann endlich meine SSD erreicht, auf der alle Operationen ja schnell gehen sollten. Und hoffe, dass es nicht noch versucht, sonst wie viele Gigabyte irgendwie im Hintergrund zu downloaden oder irgendwas ähnliches. Ja, ich hoffe ja, dass das morgen fertiggestellt ist. Dann kommen dann auch wieder Videos. Kleiner Tipp am Rande, ihr könnt jetzt auch über meinen YouTube-Kanal, da habe ich jetzt auch eine Verlinkung zu meiner Facebook-Seite. Da gibt es dann immer mal ein paar Status-Updates, beziehungsweise im Twitter auch. Aber vermutlich mehr im Facebook, schätze ich. Ja, könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Da gibt es ein paar Infos, da poste ich vielleicht auch ein paar Bilder von den neuen Prozentzahlen oder ähnliches. Ja, schaut einfach mal rein. Und ansonsten, ja, ich werde natürlich dann ganzen Schwung Videos online stellen, die letzten Tagen hätten kommen müssen, sollen, werden, sein, ne? Aber bis dahin, lasst euch erstmal gut gehen und ja, drückt die Daumen, dass mein Computer es schafft. An der Hardware sollte es eigentlich nicht liegen, aber an diesem Monitor oder diesen Ladebildschirm vor mir lässt sich nicht ausmachen, was hier gerade wirklich passiert. Von daher, macht's gut, Leute, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Upgrade Windows. Nee, alles klar, macht's gut.